Willkommen zurück zu Slay the Spire, zu den... Moment, haben wir mit dem Defekt gewonnen gehabt? Egal. Zu den Ascension Runs. 100 Gold und gleich ein Shop. Versuchen wir's. Ugh. Das rettet mich einmal, aber das ist nicht unbedingt gut. Meiner Meinung nach. Wer weiß. Definitiv Static Discharge. Schaden nehmen. Self-Repair direkt am Anfang, das ist gut. Ach, das war ja klar. Recursion kann funktionieren. Komm, gib mir was Gutes. Ein Heal? Hm, besser als gar nichts. Kann ich endlich mal upgraden? Machen wir Self-Repair besser. Dieses Event kommt aber jetzt auch in jeder, oh, in jedem Run vor. Das war es irgendwie überhaupt nicht wert. Oh. Das war richtig, richtig mies. Nehmen wir mal einen Ball Lightning mit. Das sieht schon mal nicht so vielversprechend aus bisher. Wir haben keinen Orb, das ist Verschwendung. What in the world? Gott sei Dank. Capacitor kann nicht schaden eigentlich. Das ist wieder der absolute Horror. Claw auf jeden Fall. Ich versuch's mit dem Elite, aber ich sehe schwarz. Was kann ja auch mal funktionieren. Thank you.
überleben mit einem Lebenspunkt. Uff. Bitte kein Combat Rock, großer Gott. Ich hab keinen Block. Heilige. Das wird kein Win. Sehe ich irgendwie nicht. Ich sehe da aktuell definitiv schwarz. Ach, was soll's, machen wir so rum. Ja, nee, ist klar. Ach, komm schon. Lizardtail instant verbraucht, das ist doch. Das ist doch Schmarrn. Den Run sehe ich nicht. Bisher. Wir haben viel Gold. Static wäre besser gewesen. Warum blockt er schon? Na toll. Ich weiß nicht, die Standard-Decks nach den ganzen Dailies sind irgendwie nicht so geil. Keine Mummified Hand? Natürlich nicht. Nehmen wir erstmal einen normalen Strike raus. Und ein Ball Lightning. Jax auf jeden Fall. Nein. Ach, kein Flug. Ausruhen. Und beten, dass es mit dem Elite einfacher wird. Warum nicht? Fokus oder so wäre nicht schlecht. Wie viel haben wir? 7. Das ist definitiv risky, aber das war's wert. Jawohl, mit Thunderstrike funktioniert das. Irgendwie witzlos ohne Block am Anfang.
18, was soll das? Warum geht die Plated Armor bei Blitzen nicht runter? Das ist irgendwie fies. Wir heilen zwar für 17, aber... Oh, das hat jetzt echt auf sich warten lassen. Ich glaube, ein Zap. Das Gold nehmen wir mit. Ein Zap am Anfang ist nicht schlecht. Kriegen wir die ganze Defense. Und wieder einer auf die Mütze. Wo ist meine andere... mein anderes Self-Repair? Das wird ja immer besser. Das ist mir jetzt zu risikoreich. Das reicht nicht. Oh mein Gott. Ich habe aber auch kein Glück. Nee. Hätte besser sein können. Aber immerhin haben wir einen... Oh, es war ein Fehler, den abzugeben. Versuchen wir es mal mit Streamline. Jetzt haben wir zwei davon, das passt schon. Ich will lieber ein Relic haben. Ja, das läuft doch gar nicht mal so übel. Warum ist das so übel? Also bitte. Immerhin haben wir jetzt schon 5 Relics am Start. Form. Die hätte ich gerne höher gehabt. Nochmal Self-Repair. Haben wir jetzt einmal, okay. Noch eine Truhe, ein Fluch. Blocker.
war gar nicht mal so übel. Mit Hologram können wir Streamland zurückholen, hoffe ich. Versuchen wir es mal. Ja. Funktioniert. Gucken wir mal, ob Echoform funktioniert. Wunderbar sogar. Ein Self-Repair wäre gut gewesen, aber ist hier nicht so schlimm. Das ist der Slime-Beutel. Da würde ich... Zap kostenfrei ist irgendwie gut. Da würde ich upgraden, weil es sind nur 5 Punkte. Echoform bringt uns nichts. Go for the eyes und zap. Das ist Wahnsinn, aber ich mach's trotzdem. Deswegen. Hä? Wir haben 2 Karten zuerst gespielt. Electrodynamics, definitiv. So. Mehr Energie. Wir haben ein bisschen Gold. Fast komplett geblockt, also das nenne ich mal gut. Ja, wir können alles spielen und ihn sowieso platt machen. Noch eine Claw. Mal gucken, ob da wirklich alle Claws dann besser werden. Self-Repair? Hätte schlimmer laufen können. Noch ein Hologram und ein Chill. Shop nehmen wir später. Mehr Max-HP. Oh, wir haben Normality nicht gekriegt. Das ist ja wunderbar. Potions brauchen wir nicht. Nehmen wir mal einen Dark Orb mit und hauen noch mal einen Strike raus. Mal gucken. Das direkt kriegen ist einfach perfekt. Meine Regen Potion.
Das war genau richtig. Damit hätte ich gerne Sieg zurück und ein Streamline. Damit holen wir uns eine Claw. Na, das hat sich nicht unbedingt gebracht. Aber das funktioniert halt immer. War falsch schon gespielt. Oh, keine Boss, Gott sei Dank. Fokus. Ich muss nochmal ausruhen. Streamline günstiger machen. Hat funktioniert. Hat nicht geklappt, aber das heilen wir wieder raus. Wollte gerade sagen, wo will die Wund denn hin? Sind immer noch im Heilungsrahmen. Das lief gut. Der Anker. Irgendwie nichts davon. Gremlinhorn ist gut. Bei mehreren Gegnern zumindest. Das eine Streamband ist inzwischen schon gratis. Aber brauchen wir nicht mehr. Oh, Storm, endlich. Und Beamcell funktioniert auch, ist gratis. Zack, zack. Mist, hat nicht gereicht. Oh, Gott sei Dank. So kann man es natürlich auch machen. Mal Beamcell und ein Capacitor. Schwacher Anfang. Und perfekt. Ich weiß nicht warum. Ach so, wird er doppelt gespielt. Haha.
Noch ein Streamline. Nichts davon. Streamline funktioniert erstaunlich gut. Pennip. Aber wir kümmern uns um Lightnings. Da brauchen wir kein Pennip. Schmeißen wir nochmal einen Strike raus. Und gehen zum nächsten Elite. Wir haben genug Block. Aber. Ja, das war doch mal gut. Wir haben nicht viel kaputt gemacht, aber. Wir haben einen Haufen Powerkarten rausgehauen. Ja, das lässt sich doch sehen. So, Self-Repair einfach nur aus Sicherheitsgründen. E-Frag. Habe ich falsch rumgespielt, aber das ist nicht so schlimm. Aber wir haben Calibers, ich könnte also auch einfach übelst viel Block spielen. Gyria, nichts davon. Und ich kann es zum ersten Mal auch benutzen. Das sollte die Claws, glaube ich, besser machen. Das Hologram war jetzt verschwendet. An einer, aber es ist nicht so wild. Hoffe ich. Echo Form muss raus. Gefrag muss raus. Bevor er hier anfängt zu spinnen. 22 mal 3, das finde ich nicht nett, mein Freund. Oh shit. Wir müssen den Tod kriegen. Bitte. Oh, das war knapp. Machine Learning. Und ein Plasma. Dono und Deka. Gold haben wir nicht so ultra viel. Ah, hier hoch. Storm, Echo Form, Hello World, Machine Learning. Das war nicht so übel. So mag ich das. Nicht schlecht. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet.
Noch eine Claw und noch ein Storm. Wow, wir hatten nur Powerkarten in der Hand. Kein Self-Repair war schade. Hier mein Lieb Plus noch mit. Irgendwie will ich doch zu den Eliten. Warum nicht? Jetzt schon transformiert. Perfekt wird's nicht, aber mal gucken. Ach komm. Ein Self-Repair ist schon draußen. Jupp. Das war cool. Upgraden. Kein Self-Repair zum Upgraden. Upgraden wir mal die Streamlines. Kommt da nochmal ein Shop? Nein. Das heißt, ich muss zu dem Shop. Da kommt die Katze hier an. So, Powerkarten werden geupgradet oder geupdatet, wenn wir sie nehmen. Und schmeißen wir den letzten Strike noch raus. Auch wenn mich da alle für wahnsinnig halten werden wahrscheinlich. Haben wir was zum Upgraden? Ja, ein Streamline können wir noch upgraden. Die hat sich als extrem hilfreich erwiesen. Da kommen genauso viele Fragezeichen. Unseasoned Top wäre noch was Cooles. Dann sparen wir die Energie. Genau dafür. Energie. Oh, baby. You are in a world of hurt. Fokus ist nicht zu verachten. Static Discharge. Das heißt, ich kann hier gucken. Ich könnte die Claws upgraden. Emotion Chip. Oh no. Ah,
Ja, komm, gib her. Kommt sowieso kein Shop mehr. Ja. Warum nicht? Das nenne ich mal Powerplay. 5 Powerkarten. Aber das ist gut so. Was zum Teufel ist mit mir los? Schön daneben geklickt. Ich wollte eigentlich den Capacitor spielen. Den könnte ich mir eigentlich zurückholen. Verflucht. Gott sei Dank hat er nicht für mehr angegriffen. Im Endeffekt hinken wir jetzt genau einen Zug hinterher. Was haben wir denn da noch? Sagen, das hat sich erledigt. Immerhin voll geheilt. Noch ein Hologramm und noch ein Self-Repair. Oh no. Passing Nemesis. Block brauchen wir nicht. Doppelte Energie. Die wurde geändert, das sind jetzt 3 Orb-Slots. Machen wir die gleich mal gratis. Fokus klingt doch gut. Na, das war cool. Focus Potion bringt uns nichts. Heatsinks. Ich wünschte, ich hätte mehr Karten am Anfang. Na, der Anker ist ganz gut. Komm schon. Creative AI ist perfekt und mehr Fokus ist auch perfekt. Irgendwas zum Upgraden an Powerkarten, nur Echo Form, falls wir nicht dazu kommen, die gleich zu spielen, dass sie nicht weg ist. Immerhin nehmen wir fast keinen Schaden. Ein bisschen was blocken sollte ich jetzt schon. Stratos, raus damit. Ich brauche den Capacitor. Bitte. Danke.
Oh, Baby. Ich glaube, das reicht schon. Das war ein richtig, richtig, richtig cooler Run. Auch wenn am Anfang alles auf der Kippe stand. 1084 ist okay. Eine Errungenschaft freigeschalten. Saphir. Moment. Der Sound geht seit neuestem aus, wenn man raustappt. Aber ich will euch noch kurz sagen, was das ist. Ja, okay. Schließe das Spiel mit dem Defekt, mit dem Defekten ab. Also im Endeffekt ein normaler Run mit dem Defekt, ob Ascension Mode oder nicht. Coole Sache. Wir haben einen Win mit dem Ironclad und einen Win mit dem Defekt, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, gut, beim nächsten Mal kommt wieder der Ironclad zum Einsatz. Schauen wir mal, da geht's dann in Ascension 2. Nur der Silent hinkt noch ein bisschen hinterher. Cool. Damit sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne auch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.